Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich habe gerade festgestellt, mein erstes Video, das ich auf diesem Kanal hier veröffentlicht habe, ist bereits 12 Jahre alt. Und das war das Video mit meinem Aerifizierer, mit meinem Kubota Vertidrain Aerifizierer, 12 Jahre alt, irgendwann 18. oder 19. September 2010. Und genau vor 4 Jahren, im September 2018, haben wir hier diesen Kanal richtig dann aktiviert, sind dann richtig in die Vollen gegangen, haben seitdem fast jede Woche Videos veröffentlicht, fast jede Woche. Wir sind also seit 4 Jahren jetzt dabei. Wir sind mittlerweile bei über 50.000 Abonnenten und bei irgendwie um die 16 Millionen Aufrufen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dank euch, dank meiner Community machen wir auch noch vielleicht ein bisschen weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste aufhören, weil es ist stressig und manche Kommentare, sage ich auch ganz offen, sind schon etwas anstrengend. Übrigens, mal so ein kleiner Scherz am Rande. Seit 4 Jahren, na vielleicht nicht ganz, aber so ungefähr, kriege ich, wenn ich ein Video veröffentlicht habe, sofort 10 bis 12 negative Daumen. Sofort, nach einer Minute. Das heißt, irgendwelche Leute haben mich abonniert, um mir sofort einen negativen Daumen zu geben. Seit Jahren, immer 12 Stück, ist immer konstant. Wenn dein Video mal schlecht war, habe ich auch viele negative Daumen. Ist ja in Ordnung. Aber die 12, die möchte ich ja mal kennenlernen, was die davon haben. Ist egal, regen wir uns jetzt nicht drüber auf, aber ist manchmal schon ein bisschen schwierig, das auszuhalten. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, lieber Radenfix, heute will ich mich mal der Frage nähern. Nein, das ist auch blöd gesagt. Ja, lieber Radenfix, heute stelle ich mir mal die Frage, wieso gibt es eigentlich so wenig Sichelmäher mit Walzenantrieb? Ich habe nämlich wieder mir ein Sichelmäher mit Walzenantrieb gekauft, gebraucht, gegönnt, weil ich das eine ganz, ganz tolle Alternative zu den Spindelmähern finde. Also Sichelmäher plus Walze. Und den zeige ich euch heute. Viel Spaß. Ja, lieber Rasenfreak, man hört es schon am Schiebegeräusch. Dieser Rasenmäher läuft auf einer Heckrolle, Heckwalze. Ja, lieber Rasenfreak, das ist der John Deere R43 RVE. R43 RVE, John Deere, bietet diese Rasenmäher nicht mehr an. Selbst Sabo hatte mal so ein Walzenmäher im Angebot. Auch die bieten solche Mäher nicht mehr an. 43 heißt, der hat eine 43 mm Schnittbreite, also das ist nicht besonders breit. Ich habe tatsächlich schon mal einen John Deere mit einem Walzenantrieb als Sichelmäher gehabt. Da könnt ihr mal in dem Video nochmal gucken. Und zwar war das der R54 RKB, meine ich. Sonst blende ich es nochmal ein. Der war mir damals etwas zu schwer und der war schon ziemlich ausgelutscht. Der war auch sehr laut vom Motor. Der ist auf dem Golfplatz gelaufen damals, der Mäher. Den habe ich dann immer wieder verkauft. Das war jetzt kein besonders guter Deal. Das Gerät ist zwar aus dem Jahre 2009, aber neu, aber so gut wie neu. Der ist vergessen worden. Irgendwo in einer Lagerhalle ist der wohl liegen geblieben. Ist dann 2020 von einem älteren Herrn gekauft worden, der dann leider aus gesundheitlichen Gründen das Gerät gar nicht wirklich nutzen konnte. Und dann hat ein Fan von mir dieses Gerät bei eBay Kleinanzeigen entdeckt und gekauft. Ich hatte es auch schon gesehen, weil ich auch mal ab und zu nach solchen Sachen gucke. Und hat das Ding gekauft, ein Jahr benutzt und hat mir jetzt dieses Gerät verkauft, weil er sich nochmal ein ähnliches Gerät neu gekauft hat. Ja, und jetzt zeige ich mal ein bisschen, was hier so im Detail zu sehen ist. Gut, also das Wichtigste zuerst, nämlich die Walze. Da hinten, da unten, da seht ihr die Walze. Wenn ich jetzt noch höher schwenke, seht ihr unten auch die Sichel. Also der hat also eine Walze hinten, eine ungeteilte Walze. Und das ist natürlich einer der großen Probleme. Die Walze ist nicht geteilt und damit ist das Wenden nicht so ganz einfach, weil die breite Walze radiert dann beim Wenden über die Rasenfläche. Einer der kleinen Nachteile, die dieses Gerät hat. Gut, bei 43 cm Schnittbreite
geht das so gerade noch, aber die breiteren Mäher, zum Beispiel von Toro, die haben eine geteilte Heckwalze. Und der 54er von John Deere hatte auch eine geteilte Heckwalze. Damit konnte man auf jeden Fall besser um die Kurve fahren. Dann hat er eine Starterbatterie und einen Anlasser, was natürlich für so einen Rasenmäher purer Luxus ist. Also man kann ihn also ganz einfach so anschmeißen. So, dann hat er hier einen sehr breiten Verstellbereich und zwar von 15 mm, das ist also richtig tief, 15 mm Schnitthöhe. Da liegt jetzt das Gehäuse schon hier auf dem Rasen auf. Also auf 20 würde ich mal sagen, könnte man jetzt hier mähen. Bis 70 mm Schnitthöhe. Leider stimmt die Skala nicht so ganz. Also das ist so ein bisschen verschoben. Also er ist tiefer, als die Höhenangabe hier jetzt aussagt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also mal checken. Wow, funktioniert. Nicht schlecht. Ja, das ist das Coole an dieser Maschine. Man kann tatsächlich mit diesem Sichelmäher sehr kurz mähen und man kann eben auf seiner Rasenfläche Streifen erzeugen. Und jetzt werde ich mal tatsächlich ganz brutal hier mal ein paar Bahnen auf meiner kurzgeschnittenen Fläche mähen. Schnitthöhe 12 mm. Und ich habe es mal hier auf 20 gestellt, aber das scheint schon wirklich auch so um die 12 bis 15 mm zu sein. Ziehen wir mal ein paar Streifen hier. Oh. Oha! 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 Das ist ja noch kürzer! Seht ihr die Streifen? Cool! Aber das ist, boah, das ist schon extrem kurz. Na, eine Bahn fahre ich noch. Wenn ich jetzt hier so radiere, so. Und dann sieht man so ein bisschen hier wie an den Enden, an den Rändern, da wo ich jetzt die Rolle gedreht habe, wo es hier, ja, sieht man nicht gut wahrscheinlich, wo es hier solche, ja, ziemlich stark belastete Radierflächen gibt. Und deswegen fahre ich immer halt so ein paar Mal hin und her, damit nicht die Schäden hier auf der Fläche zu groß werden. Das ist natürlich ein echter Nachteil. Da wäre eine geteilte Heckwalze top, auch in der Größe, aber gibt's nicht. Sieht doch total cool aus. Und das Schöne ist eben, wenn man gerade im Herbst sehr viel Wurmhaufen hat, dann ist natürlich so eine Spindel total gefährdet. Durch diesen Dreck, durch die Erde, wird die Spindel ganz schnell stumpf. Und so ein Sichelmäher ist da deutlich robuster. Der hier sieht ja, ne, überall jetzt immer mehr die Wurmhäufchen, die jetzt im Herbst wieder aus der Rasenfläche sprießen. Und da ist natürlich dann so ein Sichelmäher, der eben auch extrem kurz mähen kann, eine super Alternative. Natürlich muss dafür die Rasenfläche topfeben sein. Wenn es da eine Welle gibt, dann gibt es hier sofort eine Skalpierung, so heißt das ja, dann wird der Rasen skalpiert. Also mit diesem Mäher kann man wirklich nur auf einer ganz topfebenen Rasenfläche mähen. Und ja, dann kann man auch richtig kurz mähen. Cool. Und so von der Schnitthöhe ist das schon krass kurz gewesen. Okay. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, warum bieten die Hersteller nicht alle solche
ja, Sichelmäher mit Walzenantrieb an. Es gibt ein paar Hersteller, die noch so ein Mäher anbieten. Und zwar Stieger bietet ein Mäher an in 48 cm Schnittbreite mit Akkuantrieb. Der hat eine, meine ich, eine geteilte Heckwalze. Das ist ein sehr interessanter Mäher, der kostet um die 1000 Euro plus das Akkupack. Plus das Ladegerät liegt man so bei 1800 Euro. Über die Preise hier vom John Deere brauchen wir nicht mehr reden, die gibt es nicht mehr. Dann bietet Honda noch ein Sichelmäher mit Walzenantrieb an, mit, glaube, 53 cm Schnittbreite. Ich lege das mal in die Beschreibung rein, die ganzen Mäher, die es da so gibt. Und im Profibereich bietet Toro den Pro Stripe, heißt der, glaube ich, an, mit 56 cm Schnittbreite, 560 heißt der. Und der hat auch eine geteilte Heckwalze. Der ist tatsächlich für Sportplätze, für Golfplätze gedacht, um da von Hand schöne Streifen zu mähen. Ja, könnt ihr ja mal diskutieren mit mir, warum bietet die Industrie nicht solche Mäher an? Ein Grund wird sicherlich sein, die Technik ist ein bisschen aufwendiger. Die Maschinen waren immer sehr, sehr teuer und das wollten die Leute einfach nicht bezahlen. Ich weiß es nicht. Aber der Spaß ist doch grenzenlos mit den Streifen. Okay, soweit das kurze Video. Ich habe wieder einen neuen Rasenmäher. Ihr seid jetzt dabei gewesen. Dankeschön, freue ich mich, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr weitere Videos schauen wollt, wie immer, mein neuestes Video. Und das ist ein Video für euch. Und ich freue mich natürlich über meinen Abonnenten, meinen neuen Abonnenten. Ne, wie gesagt, 53.000. Könnt ihr noch ein paar mehr werden, vielleicht. Wäre ganz schön. Auf jeden Fall macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.